Hallihallöchen zusammen und willkommen zu einer weiteren Folge Neuzugänge. Ja, heute haben wir wieder eine kleine Ladung vom lieben Dennis bekommen, der uns ja damals schon so viel Legendary Collection Kyberstuff vertauscht hat. Ich habe wieder mit ihm getradet und da die Hüllen ja alle wirklich einheitlich sind und es dementsprechend auch ein schönes Gesamtbild gibt, habe ich mich entschlossen, für diese Folge mal nicht auszuhüllen. Dementsprechend zeige ich euch das so, wie es ist. Und ich würde sagen, wir legen auch direkt los. Und zwar mit der Cosmo-Stadt aus Core. Das war ein Bonus, für die habe ich jetzt nichts gegeben. Ja, Cosmo-Stadt ist sozusagen meine Lieblings-Cosmo-Karte. Ich bin ja im Allgemeinen kein Cosmo-Fan, aber es gibt ja ein paar Einzelne, die mir noch gefallen. Zum Beispiel Strohmann, Blechbüchse oder auch das Bauernmädchen und dann eben die Zauberkarte, die halt wirklich extrem nice aussieht, vor allen Dingen in den Super Rare aus dem Astral-Pack. Vielen Dank für diesen Bonus, lieber Dennis. Dann haben wir ein Playset buntäugige Rebellionsdrachen. Die findet er so hässlich, dass er sie mir gleich hinterher geschmissen hat. Ich finde sie mega nice. Sind halt alle aus dem Megapack, nicht aus dem Originalboost. Aus dem Originalboost, da gehen sie auch, glaube ich, ein paar Euro. Hier bloß ein paar Cent natürlich. Und ja, sind aber auch von der Condition her extrem gut. Also, ich habe jetzt noch nie wirklich kaputte Karten von ihm bekommen. Dann, worauf ich mich wirklich sehr gefreut habe. Und ich würde sagen, ich lege jetzt einfach mal den Stapel hin und nehme die alle einzeln. Das ist einfach besser zum Handhaben. Das hier ist die einzige von diesen Raketendrachen, die ich wirklich toll finde. Zwar ist der Hintergrund natürlich wieder sehr dominant und auch diese behinderten Flügel sind da wieder am Start, aber das Monster an sich finde ich einfach gut und ich finde, das Gesamtbild passt soweit auch. Im Allgemeinen bin ich kein Fan der Raketendrachen, weil einfach der Hintergrund zu dominierend ist. Diese Cypher-artigen Flügel nicht wirklich zu den Monstern passen. Das sind so die zwei Gründe. Die Monster an sich wären, wenn sie zum Beispiel so einen Hintergrund wie den von Wendstrecken Kern hätten, dann wären sie sogar ganz gut. Und wenn die Flügel da weg wären, aber so, weiß nicht. Aber das auf jeden Fall mega cool. Unser erster, suche ich auf jeden Fall noch einige von. Dann sehr schön. Clara und Ruschka. Bauchredner-Duo. Richtig. Ja, mega nice. Gefällt mir extrem gut. Ist eine der schönsten Karten aus Extreme Force. Also ich muss sagen, die Ultras aus Extreme Force sind allgemein richtig nice. Da gibt es auch diese Isolde oder wie sie heißt. Gefällt mir auch extrem gut. Und ja, die sind auf jeden Fall mega nice, muss ich sagen. Auch wenn ich im Prinzip kein Fan von diesen Anime-Mädchen als Karten bin, aber das sieht doch tatsächlich sehr gut aus. Dann können wir mal wieder so weitermachen. Das wollte ich jetzt nur für die Ultras mal so ein bisschen beiseite legen. Dann haben wir natürlich noch Kurios, lichtverpflichteter Herrscher aus Extreme Force. Die wohl schönste lichtverpflichteten Karte, wie ich finde. Dann Altergeist Hexia. Mystisches Bestiarium. Die geht jetzt auch wieder so 75 Cent. Ich glaube, die war mal billiger. Ist aber auch eine sehr schöne Ultra. Dann Niederschlag haben wir gleich zweimal. Dann unser zweiter dunkler Magier in Secret Rare. Unseren ersten hatten wir jetzt ja letztens in der Spende bekommen vom lieben Schatzkarten. Genau, auch einen Ultramatter bekommen. Der ist jetzt wieder ein Secret, mega nice. Wobei ich finde, dass die Attribute und so in Glitzern. Also bei Ultras und Super sieht das echt gut aus, ne? Natürlich auch bei Ultimates, da kennen wir es ja schon längst. Aber bei den Secrets sieht das manchmal ein bisschen seltsam aus, muss ich sagen. Dann Mech-Ritter Avram, die kommt ja dann in Kamen in Flames of Destruction raus. Da habe ich mir schon das ein oder andere OCG-Opening angesehen. Da gibt es dann auch wieder einen Diskussions-Podcast mit dem lieben Julio wahrscheinlich. Zum Star-Pack wollten wir den nicht machen, weil wir das Pack als äußerst irrelevant erachten. Haben wir hier zweimal. Das ist ja diese Promo aus den Special Editions. Dann The Winged Dragon of Ra. Da liegen, glaube ich, bei ihm noch vier andere oder so. Die werde ich mir alle noch wegtauschen bei ihm, weil von denen brauche ich noch ein paar. Sehr schön. Dann mein Lieblingsgladiatorengeheuer, nämlich Noxius aus BLLR. Ist halt tatsächlich meiner Meinung nach das coolste Gladiatorengeheuer ever. Ja, das mit den Krallen und diesem blauen, diesem Feuer oder was das ist, das sieht richtig krank aus. Ohne Witz, richtig krank. Also ich finde die Karte, die wurde extrem gut designt. Wirklich sehr gut. Dann haben wir Mech-Ritter Indigo Blaue Sonnenfinsternis. Ist jetzt nicht unbedingt mein Lieblings-Mech-Ritter. Das sind vom Design an sich her, die wo in Common und Rare geprintet worden sind, sogar noch besser. Aber der sieht jetzt auch nicht schlecht aus, ne? Ist halt ein bisschen sonderbar vom Design.
Dann Schicksalsheld Dusktopia, ebenfalls aus BLR. Schöner Schicksalsheld. Mein absoluter Lieblingsschicksalsheld von den neueren Schicksalshelden ist Schicksalsheld Dreamer. Ich weiß nicht, das sieht schon so mystisch aus, denn der gefällt mir. Und dann gibt es noch diesen Schicksalsheld Angel oder wie er heißt, den finde ich auch richtig cool. Gladiator Zähmer Editor. Auch noch, genau. Dann mein zweites Lieblings-Gladiator-Ungeheuer, wenn man so möchte, das haben wir ja auch gleich zweimal bekommen, ist dieser hier, das ist Gladiator-Ungeheuer Underbata. Ich weiß nicht, der sieht so unglaublich oldschool und richtig krass aus. Ich mag die Karte einfach sehr gern. Ich glaube, in Ulti würde die auch richtig nice aussehen. Secret wäre jetzt gar nicht so diese Rarity für die Karte, aber in Ultra Rare und in Ulti würde sie echt krank aussehen. Wobei ich sagen würde, Ultra ist sogar die, die am besten passt. Haben sie gut gewählt. Dann haben wir noch zweimal den Windschreckenkriegsherr. Haben wir jetzt schon einige Male gesehen. Das ist meine Lieblings-Windschreckenkarte. Ist halt einfach unglaublich böse und vom Zeichenstil her so ein bisschen an den schwarzen Totenkopfdrachen angelehnt. Braucht man, glaube ich, nicht mehr so viel zu sagen. Dann haben wir Nummer 15, Gimmick Marionette Giant Grinder oder Gimmick Puppet Giant Grinder. Finde ich persönlich richtig cool. Ich mag im Allgemeinen die Secret Rares aus Number Hunters extrem gerne. Die tausche ich mir auch immer mal wieder ran, auch wenn sie nicht wirklich was geben. Das ist auch einer meiner Lieblings Gimmick Marionetten. Genau, die anderen, die halt in Gold Rare. Das finde ich halt so schade. Die, wo so in Gold Rare rauskamen, die waren vom Design her, also diese Xyz-Monster zumindest, die waren eigentlich richtig gut, aber dieses Gold Secret hat es halt richtig hinüber gemacht, also richtig kaputt gemacht. Die auch richtig geil, Chaos Xyz Battleship Cherry Blossom. Ich weiß nicht, da finde ich halt das Farbspiel so cool mit diesem rosa oder pink oder was das ist und dem grün und dem blau. Das ist einfach, das sieht echt nice aus, muss ich sagen. Das sieht richtig nice aus. Dann Nummer 57, Treehead Dust Dragon. Von dem weiß ich, dass ich ihn fast nicht habe. Das ist, glaube ich, meine dritte oder vierte von dem. Ich kannte die Karte auch lange Zeit gar nicht. Hat mich also echt gewundert, aber jetzt bin ich dabei, mir ein paar von denen ranzuholen. Dann haben wir die Nummer 44, Sky Pegasus. Auch die Karte wird wahrscheinlich. Tut mir leid, wenn ich es jetzt jeder raushole, aber ich will halt ein bisschen so auch auf die Condition gucken noch. Und den Effekt auch hier ein bisschen noch zur Geltung bringen. Die Hüllen sind halt matt, das ist das Problem. Genau, dann Karsixis Simon the Great Moral Leader. Den kennen wir ja auch eigentlich, oder müsste eigentlich weitestgehend bekannt sein. Ich weiß nicht, ob der noch in irgendeinem anderen Set erschienen ist, ich glaube nicht. Ist auch eine ganz coole Karte eigentlich. Dann Karsixis Sky Palace Babylon. Genau, hole ich jetzt mal nicht raus. Eine Karte, die mir sehr gut gefällt, haben wir hier gleich zweimal. Das ist die Nummer 49 Fortune Tune. Fortune Tune, okay. Genau. Auch in Secret Rare sehr schön. Auch das Design der Karte sehr schön. Erinnert so ein bisschen an einen Eisvogel. Dann Galaxieaugen Seifer Klingendrache. Zweimal. Das ist ja ganz neu aus der Special Edition. Genau. Dann mystisches Ungeheuer Garuda. Die finde ich halt richtig cool von der Optik her. Eine Ultra Rare aus, was war's? Extreme Force. Die ging halt auch fast gar nichts, ne? Aber sie ist halt einfach schön designt. Im Gegensatz zu Medusa, die halt nur so mittelmäßig ist. Ah, Medusa, da haben wir sie ja schon. Genau, da haben wir sie gleich nochmal dreimal. In der letzten Folge hatten wir sie fünfmal. Also achtmal, ich hatte sie, glaube ich, noch irgendwo ein oder zweimal. Das heißt, Medusa müsste ich jetzt damit nicht voll haben. Dann eine wirklich extrem geile Fallenkarte, muss ich sagen, von der Optik her. Und zwar Number Wall, ebenfalls aus Number Hunters. Ich weiß nicht, mir gefällt das Artwork von der Karte einfach extrem gut. Ja, also richtig nice. Auch richtig oldschool eigentlich, obwohl es für Xyz-Monster ist. Einfach genial. Also ist auch meine erste, soweit ich weiß. Ist erstaunlich, was für random Quatsch ich noch gar nicht habe. Dann haben wir Windschrecken Revolution. Da gibt es auch in der letzten Folge schon eine gesehen. Ist ein ziemlich brutales Artwork. Man muss es sich einfach mal geben. Ne? Dieser Windschrecken Kriegsherr, den armen Heini da. Einfach packt. Ne? Ja, schon heftig. Dann haben wir, es kann nur einen geben. Und zu guter Letzt dreimal Altergeist Erscheinung, finde ich jetzt von der Optik her, vom Design her nicht unbedingt prickelnd. Also ich mag ja Altergeist normalerweise, aber naja, gibt Schöneres. So, das soll es gewesen sein mit dieser Folge Neuzugänge. Es ist jetzt so, ich habe noch ein paar Sachen da und es ist ja wieder sehr viel Legendary Collection Kyber Stuff dabei. Ihr solltet mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das sehen möchtet.
Wenn ja, mache ich nochmal eine Folge dazu. Wenn nein, dann sortiere ich einfach nur die Karten aus den jeweiligen Sendungen raus, wo halt nichts mit der Legendary Collection Cover zu tun hat, macht dann noch ein Video darüber. Und ja, ist dann eure Entscheidung. Ihr könnt das in die Kommentare schreiben, ihr könnt es mal privat schreiben, wenn ihr wollt. Wir sehen uns dann zur nächsten Folge Neuzugänge. Und bis dann, macht's gut und haltet die Ohren steif.